Ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner kleinen Backstube. Heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, denn ich mache einen Streuselkuchen und zwar mit Koro-Pflaumen. Koro hat mir so ein Riesenpaket geschickt mit lauter Leckereien, Nüssen, Trockenfrüchte und da habe ich mir überlegt, ich mache heute mal... Wer hat es organisiert? Der Ralf. Ja, ich habe mir dieses Rezept gewünscht. Ja, okay, du hast es dir gewünscht. Aber es gibt ja nur einen, der das hier umsetzen kann. Wobei, wenn du jetzt gut aufpasst, dann kannst du das auch in Zukunft. Für alle Leute, die es gesehen haben, hier an der Wand hinten hängt übrigens noch meine Muffin-Mann-Figur. Und die habe ich gemacht. Ja, hast du auch super hingekriegt. Ja. Also Talent hat er ja, wenn er will. Das sind also Pflaumen ohne Stein, ohne Zusätze, getrocknet. Ich werde die aber jetzt, bevor wir uns um den Mürbeteig kümmern, habe ich 200 Gramm Pflaumen genommen und da, Schatz, hier musst du mal kurz aufstehen, werde ich die in Sojamilch aufkochen, aber ich werde sie noch zerschneiden, weil sonst sind die ein bisschen groß für unseren Kuchen. Also einmal halbieren, wie ihr wollt. Die könnte man aber auch vierteln. Ja, aber die gehen noch auf, vergiss das nicht. Und ich finde es eigentlich gerade gut bei einem klassischen Pflaumenkuchen. Hast du schon mal so einen gedeckten Pflaumenkuchen gegessen? Ja, habe ich. Das sind ja auch keine kleinen Stücke, sondern sind ja meistens... Also im Kuchenessen bin ich Experte. Ja. Und im Dokumentieren... Wobei, Leute, das ist gar nicht so einfach, weil wenn die Kathi mich dann fragt, ob die Kuchen gut oder schlecht schmecken oder wie sie schmecken, dann gebe ich halt immer so ein Fazit ab. Ich habe dich noch nie gefragt, ob er schlecht schmeckt. Nein, aber du wolltest immer so ein wie schmeckt er und dann sage ich halt so, gib halt eine gewisse Feinschmeckkritik ab und dann ist es wieder nicht recht. Ja, pass mal auf. Ich habe zum Beispiel neulich einen Käsekuchen gemacht. Und da ich in meinem ganzen Leben noch nie einen echten Käsekuchen gegessen habe, außer von Ben & Jerry's das Käsekuchen Strawberry Eis, kann ich mich einfach nicht entsinnen, wie ein klassischer... Wann war das? 2008 oder so. Okay. Und daran kann ich mich einfach nicht mehr entsinnen, weil ich noch nie einen richtig typischen Käsekuchen gegessen habe. Und da muss ich natürlich fragen, an all diejenigen, die sich noch daran erinnern können, ob das einem Käsekuchen, einem echten Käsekuchen, geschmacklich nahe kommt oder sogar gleichzusetzen ist geschmacklich. Und da frage ich halt, aber ich habe nie gefragt, ob der schlecht ist. Nein, 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 auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist das... Das frage ich mich auch. Worauf wolltest du jetzt eigentlich hinaus? Dass es ganz schwierig ist, als Mann auf diese Antwort, auf diese Frage, wie er schmeckt, eine Feinschmecker-Antwort zu geben. Grundsätzlich schmeckt es erstmal gut und das hast du ganz toll gemacht. Und dann kannst du ja sagen, aber das nächste Mal würde ich ein bisschen mehr. Also so beginnt den Satz. Okay. Ja? Okay. Dass du halt erstmal, weil es ist ja sonst ziemlich ermüdend für denjenigen, der sich sehr viel Mühe gibt. Ja, aber stell dir jetzt mal zum Beispiel vor, da produziert einer, jetzt machen wir einen Themasprung. Ja. Da produziert jetzt einer einen Hollywood-Film und der Hollywood-Film nennt sich Love Boat. Boat Trip. Boat Trip. Nee, das war ein sehr guter Teaser in diesem Film. Weil da kam Victoria Silvstedt, Roger Moore und da waren wirklich die besten Szenen in diesem Teaser. Und da habe ich mir den vor 10 Jahren gekauft. Ralf hat ihn über die Festtage angeschaut und ich habe noch gesagt, der Film ist echt grenzwertig. Ja, aber stell dir jetzt mal so vor, da kommt jetzt ein Hollywood-Regisseur ja. Und sagt so, oh, schau mal, ich bin voll stolz drauf auf meinen Film. Wie findest du ihn? Ganz kurz, die Pflaumen werde ich jetzt hier leicht köcheln lassen bei 200 Milliliter Sojamilch, okay? Immer darauf achten, dass das dann nicht auf einmal hochschießt. Aber so lange, während wir den Basisteig jetzt machen, lassen wir die Pflaumen dann ein bisschen in der Sojamilch aufkochen. Gut. Hollywood-Film. Das war gleich mein Kuchen am Hollywood-Film. Fühle mich sehr geehrt. Ja, aber ich meine, schau mal, da gibt es ja dann auch die IMDb-Wertung und da heißt dann zum Beispiel, okay, 2,3 Punkte von 10. Und diese Skala weiß ich halt nicht so... Du warst doch an, wen du auch befragt hast, ne? Nein, da waren ja nur akkreditierte Leute waren da gefragt. Bei IMDb. Bezahlte Leute. Na? Hallo? Also die Springform, habe ich hier das Backpapier untergelegt und schon mal eingesprüht mit einem Trennspray. Also wir vertagen die Diskussion. Ich würde sagen, sonst verzetteln wir uns ein bisschen, weil dann vergesse ich wieder... Das war aber eigentlich nur ein Multitasking-Test. Kann ich nicht. Das ist bei mir Steuergerät nicht... Hab ich nicht. Ich habe hier wieder... Was für ein Dinkelmehl? Helles Dinkelmehl, glaube sogar Bio von der Altdorfer Mühle. Genau, das hat nämlich der Ralf organisiert. Das ist die klassische Rollenverteilung, der Mann organisiert. Von MyFood, wie heißt das, MyFood for Fit, genau. Ja, vielen Dank an den Tommy, ne? Genau. Also 300 Gramm helles Dinkelmehl.
ganz wichtig. Mit dem Dunklen könnt ihr Brot backen, aber keine Süßspeise machen. Ein Päckchen Vanillezucker. Zeig ihn. Nein. Wollen die Leute sehen. Den Vanillezucker. Ja. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen nochmal recherchiert bezüglich Backpulver. Und ich nehme jetzt Rhein-Weinstein-Backpulver, weil nämlich das ist phosphatfrei. Und dann nehme ich, wie viel Gramm sind da drin? 17 Gramm. Ich würde davon die Hälfte nehmen. Also eine halbe Packung Backpulver. Ja, also einen knappen Esslöffel. Nicht zu viel, weil er soll ja nicht aufgehen. Wir backen jetzt keine Marmorkuchen oder so. Hat eigentlich der Bäcker gerufen. Der Bäcker? Der Bäcker. Das heißt der Backe-Backe-Kuchen. Die Party hat gerufen. 8 Esslöffel Zucker. Ich wick mal kurz ab, wie viel das ist. Das muss nicht so exakt sein. Wir brauchen nicht so deine Waage, wie du das immer abmachst mit deinen Mikro-Makronährstoffen und Beta-Alanin-Zeug-Gedöns. Also Beta-Alanin ist da garantiert nicht drin. In dem Kuchen. Nein, muss auch nicht. Das wäre mal lustig, ein Kuchen, der danach so kribbelt. Und alle Leute fragen sich, wieso kribbelt der so? Ein Speedkuchen. So, das war fast perfekt. Oh, Verzeihung. Jetzt habe ich kurz. Ich wollte 150 Gramm Margarine. Schau mal. Aha. Ist okay. Hau sie rein. Bei Zimmertemperatur ganz wichtig. Vielleicht ist jetzt schon weich. Heute habe ich mal keine Alsan-Margarine. Aber ich habe Margarine entdeckt von gut und günstig im Edeka, die auch ohne Milchbestandteil ist. Da müsst ihr immer drauf achten. Also das heißt, sie ist wirklich gut und günstig? Das ist, ja, Name ist Programm. So. Gut. Jetzt habe ich ja letztes Mal gesagt, ein Schuss Sojamilch, das ist ein bisschen fies. Also dann, weil man sich nicht wirklich viel darunter vorstellen kann, wenn ich sage, ein Schuss. Jetzt machen wir mal 50 Milliliter, die gebe ich da mal rein. Und dann können wir uns nach und nach da herantesten. Also wie gesagt, dafür gibt es kein Patentrezept. Ihr müsst ja sehr viel nach Gefühl arbeiten. Schaut mal, aber so sieht das schon ganz gut aus. Ja. Wenn das jetzt solche Klümpchen bildet, dann ist es das perfekte Rührzeit. Aber wir müssen die nicht kalt stellen. Super. Okay. Wir nehmen jetzt nicht den ganzen Teig, wir werden ein bisschen zur Seite tun. Für? Für die Streusel. Für die sogenannten Crumbles. Für die Crumbles. Da würde ich jetzt mal so eine Art Eiskugel, weil da kommt noch Mehl dazu und noch ein bisschen Zucker. Das tun wir jetzt zur Seite. Wir schauen mal, ob wir den ganzen Teig brauchen. Und alles, was übrig bleibt, kann noch in die Streusel. In die sogenannten Crumbles. Crumbles, ja. Aber das weiß nun nicht wirklich jeder. Wenn du sagst Crumble, ist das nicht jedem ein Begriff. Aber das Wort Crumble hat jeder schon gehört, der den James-Bond-Film Skyfall angeschaut hat. Du meinst bei dem Titelsong von Adele, oder? Ja, When It Crumbles. Ja, aber das ist ja, wenn es zusammenbricht, zusammenfällt. Also ja, da denkt man jetzt nicht an Pflaumenstreuselkuchen von Koro, oder? Ja, ich denke an Crumbles. Du hast sofort schon weiß. Also wenn ich das Wort Crumble höre, dann verbinde ich das Wort Crumble mit dem Streuselkuchen von probier der Tati. Probier mal, total lecker. Ich probiere jetzt diesen Crumble. Das ist so lecker. Mhm, der Crumble ist gut. So, die Kati verwendet jetzt ihre Box-Skills. Nein! Und ich habe hier auch noch ein nettes Hilfsgerät. Das ist dann die humanere Variante, aber das ist eigentlich so, Leute, ich wollte es nicht so öffentlich freitreten, aber wir haben gerade ein bisschen Beziehungsprobleme. Und was? Ja, erzähl mal, ist interessant. Und sie, immer wenn sie quasi auf mich... Backig, genau, wenn ich sauer bin, muss ich nein, backen. Nein, dann schlägt sie auf den Teig. Pass auf, das lasse ich bestimmt nicht am Teig auf. Wenn ich hier ein Problem habe, dann machen wir es vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, so hohe Schuhe habe ich nicht, aber ich bin schon klein.
Willst du mir gerade was mitteilen? Sag mal. Cake. Das ist ja ganz klein geworden, ja. The cake better be good. Wir machen mal wieder schöne Musik und einen Lauf. Also das nimmt mir natürlich sehr viel Arbeit ab, wie dieser der kleine Freund. Ich habe jetzt noch nicht entdeckt im Kaufland oder so. Immer mühselig von Hand gemacht. Also, ihr müsst auf jeden Fall versuchen, der Rand sollte nicht zu dick sein. Das ist wie sonst am Ende einer Pizza. Das mögt ihr dann nämlich auch nicht, wenn das zu dick ist, weil das geht ja auch noch auf. Aber so 2-3 cm versuchen, den Teig hochzudrücken. Und natürlich gleichmäßig, damit es nachher auf der Tortenplatte auch gut aussieht. Das heißt, wenn du jetzt hier, wenn es da ein bisschen fehlt, dann schiebst du das Neue von der Mitte nach. Ja klar, du kannst natürlich hier gucken, wenn da eine Beule ist oder da ist zu viel, dann kann ich das rüber drücken. So, here we go. Jetzt bereiten wir den Pudding vor. Dafür werden wir erstmal 300 ml Sojamilch aufkochen. Schauen wir kurz, ob meine Pflaumen hier machen. Die Pflaumen habe übrigens ja ich gekocht, ne? Und? Ja, du. Was sagst du soweit zum Ergebnis? Nicht schlecht. So ganz toll überwacht. Soll ich jetzt dazu sagen? Jetzt nehmen wir 2 Päckchen Puddingpulver. Die kleine Stelle. Und was nimmst du nachher, um den Pudding einzurühren? Achso, so einen kleinen Schneebesen. 4 Esslöffel Zucker. Milliliter Sojamilch. So, das rühren wir jetzt kalt auf. Warum kalt? Immer. Alles, was mit Stärke ist, unbedingt kalt auflösen. Weil sonst bildet es wirklich ganz, ganz üble Klümpchen, feste Klümpchen. Und dann könnt ihr es eigentlich vergessen. Mhm. Gut rühren. Ich bin auch multitaskingfähig. Was hast du denn gemacht jetzt parallel? Ah, den Zucker, Dose zu. Sehr schön. Den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 200 Grad. Ober-Unterhitze. Wieso keine Umluft? Komischerweise habe ich bisher nur mit Umluft gearbeitet, wenn ich jetzt mehrere, wenn ich jetzt zum Beispiel eine große Veranstaltung hatte und ich musste 60 Muffins machen, dann habe ich mit 2, also bei dem großen Ofen geht das zum Beispiel, kannst du mal kurz rüberschwenken, da habe ich dann 2 Gitter mit Muffins gemacht und da habe ich Umluft verwendet. Aber sonst bin ich eigentlich, ich frage mich, warum immer so ein klassischer Ober-Unterhitze. Das hat einfach, da kann der Ofen noch so alt sein, das habt ihr. So, die Milch dampft. Wir lassen den Herd an, aber ich nehme einfach nur den Topf von der Platte. Rühr das hier mal schon mal ein. Und dann werden wir das Ganze aufkochen. Und wann kommen dann die Pflaumen rein? Sobald der Pudding dick wird. Mhm. Und da ich ja 2 Päckchen Puddingpulver habe, wird das eine richtig schön dicke Geschichte, weil du siehst, das ist ja auch noch mal recht flüssig. Braucht ja wieder ein bisschen Geduld. Aber den Pudding dürft ihr wirklich nicht verlassen, aber da müsst ihr dranbleiben, weil sonst brennt der unten an. Sagtest du gerade dranbleiben? Achso, das ist ja dein Hashtag, ne? Dranbleiben, mhm. Ja. Gut, aber das habe ich schon früher mal gesagt, wenn Tuning TV dranbleiben. Gleich geht's weiter. PS stark und so. Also es war eigentlich schon vor dir mein Spruch, so wie mittendrin statt nur dabei. Mittendrin statt nur dabei, das hat dann jemand geklaut, oder wie? Nein, das war der DSF-Slogan damals. Mhm. Mittendrin statt nur dabei.
Und natürlich haben wir dann immer bei den Moderationen gesagt, wenn halt Werbung war, dranbleiben, gleich geht's PS stark weiter oder keine Ahnung. Ich meine, so super originell ist das jetzt nicht. So, schaut mal, jetzt ist der richtig dick. Muss aber sein, weil wir nun noch diese... Ich weiß, das sieht jetzt nicht appetitlich aus, aber keine Sorge. Das ist jetzt die Füllung. Das ist die Füllung, ganz genau. Wow. Gut verrühren. Riecht auf jeden Fall schon ziemlich gut. Ja, ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich will aber gar nicht, dass die Pflaumen so weich sind, als wären sie aus dem Glas, dann kocht sie einfach nicht vorher auf. Dann nehmt ihr nur den Pudding und rührt einfach, ich würde sie aber trotzdem klein schneiden, also zumindest halbieren, rührt einfach oder also könnt ihr auch dann so einfach so reinstecken, wie ihr wollt, also schön belegen. Ich glaube, nächstes Mal backe ich für die Leute eine Cranberry-Variante. Das kannst du natürlich auch. Dann würde ich aber den Pudding wirklich noch ein bisschen süßer machen. Dann hast du diesen Kontrast süß-sauer. Cranberries sind süß. Ach, die sind ja bereits gesüßt, Die von Koro sind gesüßt mit Ananassaft. Ach, schau an. Ja. So, jetzt machen wir hoppala, die Streusel. Ihr könnt, also ich zerbrösel das jetzt gerade so, ihr könnt natürlich jetzt hier den klassischen Mixer nehmen, aber in dem Fall ist ja keine große Menge. Nehme ich einfach hier so ein Schneebesen. Jetzt nehmen wir etwas, ein bisschen Mehl dazu. Das ist jetzt auch wieder Gefühl, Gefühl, Gefühl. Jetzt fangen wir an. Ja, folgen jetzt quasi kleine Crumbles. Ganz genau. Ich mache jetzt noch ein bisschen Zucker noch drüber. Einen halben Esslöffel. Hier nochmal so durch. Also wenn ihr das zu viel Arbeit macht, dann nehmt einfach den klassischen Mixer. Aber ich mache das mal so. Damit halt große und kleine Crumbles. Ja, die großen, da muss ich nochmal so ran. Die sind wirklich zu groß. Ich bin gespannt, wie du die Crumbles jetzt nachher verteilst. Wie? Einfach drüber. Tja, aber das, ich hoffe dann, dass die Crumbles ausreichen für den ganzen... Wenn, ach so, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, das reicht, also jetzt in deinem Fall, du sagst, das reicht dir jetzt nicht, ne? Dann macht ihr einfach noch ein ganz klein bisschen, sag ich mal, von unserem Basisteig dazu. Dann nehmt ihr einfach noch ein ganz klein bisschen Margarine, einen Esslöffel. Nochmal ein oder zwei Esslöffel Mehl, ein bisschen Sojamilch. Hier arbeitet ihr einfach nach Gefühl. Dann würde ich noch ein ganz klein bisschen Backpulver, weil die Crumbs dürfen ja ruhig aufgehen. Zack. Die könnt ihr wunderbar verlängern. So, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend. Ich nehme jetzt doch den klassischen Mixer, den habt ihr alle zu Hause. Das wollte ich wissen. Das tust du quasi in die Hand nehmen und dann so ein bisschen rumstreuen. Ja, du kannst es natürlich jetzt auch so rübergehen, aber da ist es natürlich immer schwierig, punktgenau zu treffen. Das kann ja dann passieren, dass ihr dann irgendwie viel zur Seite fliegt. Aber so finde ich. Und die Leute wissen, wie gut der jetzt schon schmeckt. Cool. Wann hast du dieses Rezept entdeckt? Das ist nämlich noch relativ jung, gell? Eigentlich ist das.
die Basisgeschichte für all meine Obstkuchen. Und das war letztes Jahr. Und angefangen habe ich mit dem Apfelkuchen. So einen richtig schönen, saftigen Apfelkuchen. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht so schwer sein, den vegan hinzukriegen. Und bis jetzt waren alle sehr, sehr begeistert. Und da habe ich mir gedacht, und ob du jetzt Äpfel reintust, Kirschen, Pflaumen, Pfirsich, Aprikose, ist ja eigentlich egal. Und dann die Füllung macht es halt auch noch aus, ne? Die Puddingfüllung, die macht das Ganze schön saftig und cremig. So, der junge Mann verschwindet jetzt bei 200 Grad. Für 40 Minuten im Ofen. Bis gleich. 40 Minuten sind rum. Ich habe den Kuchen jetzt noch mal eine halbe Stunde rausgestellt, denn wir haben zurzeit minus 6 Grad. Somit ist das jetzt die perfekte Temperatur, um den Kuchen anzuschneiden. Ansonsten gebe ich euch den guten Tipp. Macht den Kuchen morgens. Also angenommen, ihr wollt ihn nachmittags servieren, würde ich ihn sogar einen Tag vorher machen. Weil diese Kuchen schmecken einfach am besten, wenn man sie noch mal eine Nacht ziehen lässt, ruhen lässt. Sie bekommen einfach dann irgendwie mehr Substanz, Fundament und auch wesentlich besseren Geschmack. Weil das Gute ist, der Kuchen hält sich gekühlt eine Woche. Und ich habe jetzt noch im Kaufland neben dem Vanilleeis, da habe ich euch ja schon erzählt von dem Apfelzimt-Streuselkuchen, also Bratapfelzimtkuchen, hatte ich ja schon frisch aufgeschlagene Sojamilch. Sojasahne und eben die Soja-Eiscreme. Ich habe jetzt noch die Kokossahne entdeckt dort. Und das Krasse ist, sie hat gerade mal 12% Fett. Was sagst du dazu? Ist in Ordnung. Ja, Ralf ist wohl der Typ, nicht geschimpft, ist schon genug gelobt. Jetzt wollen wir mal das gute Stück anschneiden. Hier habe ich noch ein paar geröstete Macadamia-Kerne und Cashew-Kerne. Die habe ich ja karamellisiert und geröstet. Die werde ich noch über die Sahne geben und über die Eiscreme. So. Aufregung. Ich mich so auf den Kuchen freue. Sahne, auf den Kuchen. Ja, auf den Kuchen. Die ist jetzt nicht ganz so weiß, weil das eben jetzt die Kokossahne ist. Die Sojasahne sieht also wirklich verblüffend. Die Sojasahne hat ja auch geschmeckt, ne? Mhm. Letztes Mal. So, here we go. So sieht das aus. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Nachbacken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann hinterlasst mir noch ein Däumchen nach oben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und natürlich guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Genau, erstmal den aufkochen. Hoppala. Oh, zu viel Schwung. Shit. Haben wir das arg gesehen? Ja, ne? Schatz? Was soll ich jetzt machen? Schau nochmal, wir machen es nochmal neu, bitte. Kuchen. Kuchen. Lecker? Kuchen. Das ist echt toll. Kuchen. Kann ich jetzt naschen? Nein, mein Kuchen. Mein Kuchen. Du musst auch vorkosten. Ja, ja.